Holla, Nana Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen und heute ist schon der vierte Tag unserer großen Inquisitionswoche und wir springen direkt rein in die Folge zum Thema Hexerei. Hexerei, Hexen, was genau ist das eigentlich? Was wurde so bezeichnet und wie wird das vielleicht heute gesehen? Ja, ich habe mich dazu nochmal auf Barbara Walker bezogen. Im frühen Mittelalter konnte nahezu alles, was Frauen taten, als Hexerei bezeichnet werden, weil sie sowohl mit einer Vielzahl alltäglicher kleiner Zeremonien als auch mit den großen Zeremonien der jährlichen Hauptfeste die Göttin anriefen. Martin von Braga meinte, Frauen müssten dafür verurteilt werden, dass sie Tische schmücken, Lorbeer tragen, Vorzeichen aus Fußspuren lesen, Früchte und Wein in den Kamin und Brot in den Brunnen stellen, denn was ist dies anderes als Teufelsverehrung? Wenn Frauen sich beim Spinnen an Minerva wenden, bei Hochzeiten den Tag der Venus beachten und sie anrufen, wann immer sie auf eine öffentliche Straße gehen, was ist das sonst als Teufelsverehrung? Übrigens, der Tag der Venus, das ist ja auch der Tag von Freya, also unser Freitag. Und es ist ja tatsächlich immer noch der Tag, an dem also hauptsächlich die Hochzeiten gefeiert werden hierzulande. Freitags, der typische Hochzeitstag. Immer noch. Manchmal wurde die Anklage der Hexerei auch als eine Art Bestrafung gegen Frauen angewandt, die ihrer Enttäuschung von Männern zu deutlich Ausdruck verliehen oder es vorzogen, allein zu leben. In alten Quellen finden sich viele Belege für die Freude, mit der verwitwete Frauen ihren eigenen Haushalt führten und für die Kraft, mit der sie den amorösen Annäherungsversuchen von Witwern widerstanden. Ein unabhängiges Leben setzte eine Frau selbstverständlich noch stärker der Anklage der Hexerei aus. Die Männer waren im Allgemeinen der Ansicht, eine Frau müsse unbedingt beaufsichtigt werden. In welchem Umfang heidnische Religion tatsächlich unter den Hexen des 16. und 17. Jahrhunderts überlebt hat, ist zwar oft diskutiert, aber niemals entschieden worden. Ein R.W. Church äußerte, die Gesellschaft ist schon lange dabei, sich des Heidentums zu entwöhnen. Bisher ist es ihr allerdings noch nicht gelungen, schrieb er 1870. Im 11. Jahrhundert war sie nicht oder zumindest kaum in der Lage, sich vorzustellen, dass so etwas jemals möglich sein könnte. In Böhmen war es im 15. Jahrhundert noch allgemeiner Brauch, zu Weihnachten und an anderen Festen den Göttern, nicht Gott, Gaben darzubringen. In den Dörfern Europas gab es nach wie vor viele weise Frauen, die offiziell oder inoffiziell als Priesterinnen fungierten. Seit die Kirchenväter christliche Priesterinnen für unvorstellbar erklärt hatten, waren alle Funktionen der Priesterin mit dem Heidentum verknüpft. Bischöfe berichteten von heidnischen Zusammenkünften in ihren Diözesen, an denen Teufel in der Gestalt von Männern und Frauen teilgenommen haben. Heidnische Zeremonien konnten im Rahmen von Hochzeitsfeiern, Volksfesten, jahreszeitlich bedingten Ritualen und Trauerfeiern überleben. Wenn aber Frauen oder Göttinnen dabei eine bedeutende Rolle spielten, wurden diese Zeremonien nachhaltig unterdrückt. Johannes von Salisbury schrieb, der Teufel sende mit der Erlaubnis Gottes Menschen zu den Zusammenkünften, die zu Ehren der Göttin der Nacht, einer Priesterin, die unter dem Namen Noctiluca oder Herodiade die Mondgöttin verkörperte, abgehalten wurden. Die katholische Kirche hängte das Wort Hexe jeder Frau an, die es wagte, die Kirchenpolitik zu kritisieren. Im Folgenden wird darauf eingegangen, dass es halt immer wieder einfach mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja? Also Männer, die jetzt von Frauen gelernt hatten, die durften zum Beispiel dann auch die Magie anwenden, die Frauen aber nicht. Und Frauen war also jegliche Art des Heilens verboten. Und man muss einfach ganz klar sagen, die Heilkunst und ganz besonders die Frauenheilkunst und auch die Selbstbestimmung der Frauen über ihren eigenen Körper, das hat nie wieder das Niveau erreicht von vor der Frauen als Hexenverbrennung. Nie wieder. Bis heute nicht. Es kam dann ja irgendwann so eine Umkehrung, dass also Frauen den Begriff Hexe wieder als Ehrentitel für sich zurückerobert haben. Und das passt nicht allen. Also da gibt es auch irgendwie Forscherinnen, die sich damit eigentlich eher unwohl fühlen. Gut, das mal am Rande. Also ich meine, es gibt gerade in England, kann man das ja wirklich als Religion auch angeben. Das ist natürlich was, was da nochmal ganz anders Thema ist als hier. Also wo wirklich große Konvente bestehen mit Männern und Frauen. Ja, und aus diesem Umfeld möchte ich nochmal kurz was zitieren. Weil also der moderne Hexenmeister Leo Louis Martello schreibt zum Beispiel: Wir verehren und identifizieren uns mit dem gehörnten Gott, dem Herrn der Jagd und der Unterwelt und mit der Muttergöttin, besonders der Letzteren,
Mutter Erde, Mutter Natur. Ohne das weibliche Prinzip, Frauen, würde es den Mann nicht geben. Die Hexerei ist ein vorchristlicher Glaube. Sie neigt zum Matriarchat, wohingegen Christentum und Satanismus patriarchal und männlich-chauvinistisch sind. Die beiden Letztgenannten bilden lediglich zwei Seiten der gleichen Münze. Hexerei ist als eine alte Religion eine Münze besonderer Prägung, die es schon vor beiden anderen gegeben hat. Und auf die Frage, wie er sich als Angehöriger einer entschieden matriarchalen Tradition fühle, antwortete ein Hexer: Ich bin lieber erster Matrose auf einem soliden Schiff, als Kapitän auf einem Schiff mit einem verfaulten Rumpf, einem Schiff, das untergehen muss. Das Patriarchat ist ein solches Schiff. Hexen haben das Patriarchat als manipulierend und dominierend beschrieben. In der matriarchalen Weltsicht erfahren dagegen das Gefühl für Zusammenhänge und Intuition, nicht autoritäre und nicht destruktive Machtverhältnisse, hohe Wertschätzung. Moderne Hexen und Hexer neigen offenbar dazu, das in alten Dichtungen beschriebene sexuelle Gleichgewicht wiederherzustellen. Dort erlangten Männer ihre magischen Fähigkeiten durch weibliche Unterweisung. Die Kernpunkte, in denen sich diese Theologie vom Christentum unterscheidet, sind folgende. Erstens, das weibliche Prinzip wird vergöttlicht. Es ist dem männlichen gleich oder übertrifft es an Bedeutung. Zweitens, Körper und Seele werden als ein und dasselbe angesehen. Eins kann nicht ohne das andere existieren. Drittens, die Natur ist heilig und darf nicht missbraucht oder erobert werden. Viertens, der Wille des einzelnen Menschen hat einen inneren Wert und darf nicht dem geoffenbarten Willen einer Gottheit untergeordnet werden. Fünftens, Zeit ist zyklisch und wiederholt sich ständig. Das Dasein ist zirkulär. Die Gestalten der dreifachen Göttin symbolisieren den ständigen Kreislauf von Werden und Vergehen. Sechstens, es gibt keine Erbsünde und keine absolute Trennung von Gut und Böse. Siebtens, Sexualität, Spontanität, Humor und spielerische Aktivitäten können in das Ritual aufgenommen werden, weil die Erfahrung von Freude als Quelle lebendiger Lebenskraft angesehen wird und nicht als Versuchung und Sünde. Die Göttin spricht zu modernen Hexen in nahezu der gleichen Tonart, die bereits ihre in alten Schriften aufgezeichneten Reden auszeichnet. Ich werde euch das hier vorlesen zum Abschluss dieser Folge. Darum verabschiede ich mich jetzt schon. Bis zum nächsten Mal. Mein ist das Geheimnis, das die Tür zur Jugend öffnet, und mein sind der Becher des Lebensweines und der große Kessel von Keridwen, welcher der heilige Gral der Unsterblichkeit ist. Ich bin die Göttin der Gnade, die jedes Menschenherz auf Erden mit dem Geschenk der Freude erfüllt. Von mir kommt das Wissen um den ewigen Geist, und über den Tod hinaus gewähre ich Frieden und Freiheit und Vereinigung mit denen, die vorausgegangen sind. Ich bin die Schönheit der grünen Erde und die weiße Mondin unter den Sternen und das Geheimnis der Wasser und die Sehnsucht im Herzen eines jeden Menschen. Ich rufe deine Seele, auf dass sie sich erhebe und zu mir komme, denn ich bin die Seele der Natur, die dem Universum Leben gibt. Bei mir nehmen alle Dinge ihren Anfang und alle Dinge müssen zu mir zurückkehren. Ich bin seit dem Anbeginn bei dir gewesen und mich erlangst du am Ende aller Sehnsucht.